willkommen zu deiner zweiten Gitarrenstunde hier auf München TV. Ich bin der Luis und ich bin glücklich, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir heute zwei neue Akkorde machen, möchte ich mir ganz kurz nochmal mit dir angucken, was wir letztes Mal überhaupt gemacht haben. Wir haben gesagt, die Gitarre ist ein Saiteninstrument. Wie stimme ich diese Gitarre? Ganz wichtig, ich muss immer stimmen, bevor ich spiele, sonst kann ich noch so toll spielen, das hört sich immer noch nicht toll an. Da gibt es diesen ganz wichtigen Spruch, den wir uns angeguckt haben, nämlich eine alte Dame ging Hasen einkaufen. Wenn ich jetzt von jedem Wort in diesem Spruch den ersten Buchstaben nehme, weiß ich, wie die Gitarrenseiten heißen. Also, eine, E, alte, A, Dame, D, ging, G, Hasen, H, einkaufen, E. Also, E, A, T, G, H und E. Dann haben wir uns angeguckt, was diese Metalldinger hier sind. Das sind Buntstäbchen. Und wenn ich einen Ton spielen und einen Ton greifen möchte, muss ich immer kurz vom jeweiligen Buntstäbchen greifen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, unseren ersten Akkord, der E-Moll-Akkord. Zweiter Bund, A-Seite, in dem Fall kurz vorm Buntstäbchen greifen. Nicht darauf, nicht zu weit dahinter, sonst schnarrt's und klingt blöd. Kurz vorm zweiten Buntstäbchen. Also A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund. Dann nehme ich meinen Ringfinger, setze ihn drunter auf die D-Seite, ebenfalls auf den zweiten Bund, kurz vom Bundstäbchen, gucke, dass die beide schön sauber klingen und spiele alle Seiten durch. Schon habe ich meinen E-Moll-Akkord. Wenn du kein Plektrum hast, kein Problem, nimm einfach deinen Daumen. Klingt gut. So, unsere zwei neuen Akkorde für heute. Der C-Dur-Akkord und der G-Dur-Akkord. C-Dur. Ich nehme meinen Zeigefinger, setze ihn auf die H-Seite, Hasen einkaufen, H, das ist die hier, setze ihn an den ersten Bund, also kurz vorm ersten Bundstäbchen. Das ist der Ton C. Dann nehme ich meinen Mittelfinger, setze ihn wieder, wie auch schon beim E-Moll, auf den zweiten Bund, auf die D-Seite. Vom Bundstäbchen und meinen Ringfinger auf den dritten Bund auf die A-Seite. Nochmal. Zeigefinger, erster Bund, H-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite. Ringfinger, dritter Bund, A-Seite. Die G-Seite und die E-Seite lasse ich leer und spiele sie einfach mit, ohne dass ich was greife. Die tiefe E-Seite allerdings spiele ich nicht mit. Das heißt, ich muss hier bei der A-Seite ansetzen, nicht oben. Wenn ich jetzt also den C-Dur-Akkord spielen will, setze ich bei der A-Seite an und nicht bei der tiefen E-Seite. Wenn die nämlich mitklingt und ich spiele die mit, wummert da unten irgendwie, wummert die so mit und das klingt nicht schön. Die lass mal weg. Wir fangen bei der A-Seite an. Also, wieder Selbstcheck durchführen. Klingt jeder Ton sauber? Klingt jeder Ton überhaupt? Oder habe ich irgendeinen hier, den ich verdecke und der klingt nicht oder so? Wäre nicht schön. Alle schön sauber. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ich vom C-Dur zum G-Dur-Akkord komme. Den Zeigefinger nehme ich weg, braucht man nicht mehr beim G-Dur. Mein Mittelfinger und mein Ringfinger setze ich von der D- und von der A-Seite einfach eins nach oben, zack. Jetzt bin ich am zweiten Bund auf der A-Seite und am dritten Bund auf der E-Seite. Also ich gehe von hier einfach, zack, eins nach oben. Jetzt nehme ich meinen kleinen Finger, den hat man noch gar nicht, den führen wir jetzt mal ein ins Geschehen, nehme ich auf den dritten Bund auf die hohe E-Seite. Das ist auch der Ton G, genauso wie hier oben. Dritter Bund, hohe E-Seite, kurz vom Bundstäbchen greifen. Und jetzt kann ich alle Seiten spielen. Schon habe ich einen G-Dur-Akkord. Nochmal. C-Dur, Zeigefinger weg, zack, die beiden, Mittelfinger und Ringfinger, eins nach oben und meinen kleinen Finger unten auf den dritten Bund auf die hohe E-Seite. So, jetzt wollen wir mal probieren. Wir haben E-Moll, wir haben C-Dur und wir haben G-Dur. Jetzt lasst uns mal probieren, dass wir... Da habe ich wieder Lasts uns gemacht. Da steige ich nochmal ein.
Jetzt haben wir E-Moll, C-Dur und G-Dur. Jetzt will ich mal mit dir probieren, dass wir alle drei Akkorde hintereinander spielen. Wenn ich den Akkord streiche, streiche ich immer von oben nach unten. Nicht so, sondern erstmal von Anfang nur so. Wenn du kein Plektrum hast, Daumen. Nun, E-Moll. C-Dur. Und G-Dur. E-Moll. C-Dur. Und G-Dur. Und jetzt kannst du mal probieren, wenn du schon so schnell bist, dass du in der Geschwindigkeit, in der du schaffst, alle drei hintereinander spielst und versuchst, schnell umzugreifen. E-Moll. Jetzt kannst du dich langsam steigern, indem du zum Beispiel jeden Akkord zweimal anspielst. C-Dur. G-Dur. Immer gucken bei jedem Akkord, klingt jeder Ton sauber. Sehr gut. Nächste Woche will ich mit dir zwei neue Akkorde machen. Bis dahin, glaube ich, tut's das. E-Moll, C-Dur und G-Dur sauber spielen. Den Wechsel üben, dass das alles sauber funktioniert. Gitarre stimmen. Ich freue mich auf nächste Woche. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.